Gegen 6.30 Uhr trafen die ersten Teilnehmer der vierten Veilchen-Biker-Tour am Erzgebirgsstadion ein. Nach kurzer Einweisung durch Mitorganisator Michael Rudiger gab es noch ein Gruppenfoto und dann ging es auch schon los nach Ingolstadt. Uwe Stübner, die vierte Biker-Tour. 36 ging es am Stadion los, am Erzgebirgsstadion. Jetzt sind wir kurz vor Nürnberg. Liegen wir im Plan? Wir sind sehr gut im Plan. Wir haben sogar ein bisschen was ausgefahren. Wir werden jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen runterschrauben, dass auch hier der Impuls mit dranbleiben kann. Wenn man sich so umschaut, sind ja einige Motorräder dabei. Wie viele sind es denn? Wir sind 20. Jetzt sind noch ein paar dazugekommen. Die haben sich also aus Bayern mit dazugesellt. Wir werden jetzt um die 25 Biker sein. Ja, wir machen dann nochmal eine Pause in Greding, sammeln uns dort, fahren dann weiter an die Anschlussstelle Süd, Ingolstadt Süd, werden dort von der Polizei eskortiert bis zum Stadion. Auf die vierte Biker-Tour? Ja. Heute früh ging es los. Wie oft waren Sie schon dabei? Viermal. Wir haben sämtliche Fahrten mitgemacht. Berlin, Greuther Fürth, Nürnberg zu Ostern und jetzt die vierte Mal nach Ingolstadt. Was macht so eine Biker-Tour aus? Ja. Das kann die ganze Atmosphäre. Das Feeling. Zusammenhalt. Die Gruppe auf jeden Fall. Und die Organisation muss man hier stippen und auf den Uwe sagen, tipptopp. Alles gut. Passt alles, Wetter klappt zurzeit auch gut. Wir wollen hoffen, dass es trocken bleibt. Und dass sie gewinnen. Und dass sie gewinnen, auf jeden Fall. Thank you.
Michael Rüdiger nach 5 Stunden in Ingolstadt angekommen. Hat alles geklappt? Die Fahrt war sehr gut. Wir hatten auch sehr schönes Wetter. Unfallfrei. Und das Schönste war, dass die Polizei uns in Ingolstadt so nett durch die Stadt geleitet hat. War eine Top-Aktion bisher. Jetzt brauchen wir bloß noch die 3 Punkte.